Guten Morgen, Internet. Heute ist es soweit, der Disney Remake Schön und das Biest. Ja, ja, kommt raus mit Emma Watson. Remake, der Big Mac und der Remake kommt auf jeden Fall raus von Die Schön und das Biest. Und deswegen machen wir heute was ganz Spezielles mit einer ganz speziellen Person, die in der Mitte von uns sitzt. Und wer das ist und was sie macht, erfahrt ihr nach dem Intro. Yeah, boah, was ein geiles Intro. Remake, Big Mac, wunderbar. Wir haben heute jemanden dabei und dementsprechend fragen wir wie immer obligatorisch am Anfang der Sendung. Wer bist du, was machst du? Also ich bin Jana oder heute bin ich auch Tinkerbell. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal und der heißt Janas Diary und da... Richtig bis jetzt? Ist richtig, ja. ja, und da mache ich auch Videos, genau. Und das war's so zu meiner Person eigentlich. Über was machst du Videos? So zum Thema Lifestyle oder ein bisschen Comedy und alles, was so mein Leben betrifft. Okay. Eigentlich, ja. Und dementsprechend hast du auch heute jemanden mitgebracht, ne? Schon so. Lifestyle-mäßig. Wir haben nämlich heute Studiohund-Ersatz von, wie heißt die? Molly. 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 Oh, hey, überfordert. Was ist denn los mit euch? Kelly, was machen so wir heute? So etwas kenne ich nicht. Hunde gibt es nicht im Ozean. Ach so, Kelly, was machen wir denn heute? Wir sprechen heute über unsere Lieblingskinderfilme. Dazu gehört hundertprozentig auch immer Disney. Und deswegen sind Jana und ich auch Disney-Prinzessinnen. Und du ich bin, ja, nicht. Ich habe einfach ein Kleid bekommen. Er ist einfach weird as fuck. Interessante Geschichte. Dave Chappelle damals aufgehört mit seiner Sendung, weil der ein Kleid anziehen musste. Ist einfach spurlos verschwunden für 4 Jahre. Ich hatte heute auch die gleiche Entscheidung. Oh. Und sehen mal, wo ich gelandet bin. Wäre ich nur mal nach Afrika gegangen. So, naja. Aber ich fühle mich auch irgendwie wohl jetzt, nach und nach. Aber du hast doch auch eine Lieblings-Disney-Prinzessin. Ich habe auch eine Lieblings-Disney-Prinzessin tatsächlich. Das ist Pocahontas, habe ich. Ja, ist cool. Meine ist Ariel. Weil so macht, wenn die an Land ist. Genau. Kommt dann so. Hast du eine Lieblings-Disney-Prinzessin? Ja, Cinderella. Cinderella. Ja. Haben wir da nicht gestern noch drüber gesprochen, dass das eigentlich so voll das darke Märchen war? Mit Cinderella war doch mit dem Glasschuh, ne? Ja, genau. Genau, und dass sie sich eigentlich im Original die Zehen abgeschnitten haben. Ja, gut, aber das geht ja jetzt um den Film. Genau. Ja. Müsste mal einer ein bisschen so ein bisschen hier... Warum ist niemand von uns Belle? Das hat er eigentlich am besten... Freddy, das war dein Name. Ja, sorry, ich bin eine übergewichtige, komische Obdachlosenprinzessin. Okay. Die Prinzessin des Volkes. Aber so. ich hatte nicht nur Lieblings-Disney-Filme. Ich kann mich sehr lebhaft an ein paar Filme meiner Kindheit erinnern. Erstens, Der Troll mit dem grünen Daumen. Sagt euch das was? Nein. Keiner. Okay. Der Einzige, den ich bis jetzt getroffen habe, der den auch kannte, war Sascha von den Außenseitern. Und das sagt auch einiges über diesen Film. Oder so Disneys bunte Hunde. Ich kenne nur die Dalmatiner. Ich kenne auch nur die Dalmatiner. Dalmatiner war auch cool. Und Spy Kids. Spy Kids war mega geil. Das war mega geil. Aber auch geil, nur der erste. Und danach wurde es richtig absurd. Wie alt bist du? 21. Ja, da sind ja Jahre zwischen. Das sollte eigentlich eine Spy-Kids-Generation sein. 25. Hast du dir gerade eine Gabel ins Auge gestochen? Ist das dein Ernst? Einfach so ganz langsam die Gabel easy ins Auge gestochen? Lebst du? Es ist nicht so einfach, Ariel zu sein, okay? Aber ich weiß gar nicht, was. Vielleicht passen die Fähigkeiten von Ariel gar nicht zu mir. Deswegen sollten wir unbedingt herausfinden, welche Disney-Prinzessin wir wirklich sind. Und zwar mit einem Test. Genau. Genau. Wer möchte den Test machen? Möchtest du den Test einfach mal machen? Soll ich ihn machen? Oder hast du schon eine spezifische Prinzessin, wo du sagen würdest, das wäre jetzt das so? Das bin ich, 100%? Ja. Nee, könnte ich jetzt nicht. Also okay, also perfekt eigentlich. Also ich bin ja Pocahontas, Kelly ist Ariel. Da müssen wir jetzt bei dir rausfinden, natürlich, was da abgeht. Das. So, zack, Bier. Perfekt. Und wir haben natürlich schon alles vorbereitet. Das perfekt ist sehr cool. Hier. Das heißt... Super psychisch belastende Fragen. Okay. Bitte konzentrieren Sie sich. Wir steigen jetzt tief in eine Psyche ein. Teste dich.de. Achso. Gut, also fangen wir mal leicht an, ja? Wie würdest du dich selbst am besten selbst beschreiben? Abenteuerlustig, eigensinnig, etwas stur? Natürlich nicht. freundlich, hilfsbereit, gut gelaunt, verträumt, romantisch, gut. Ich würde einfach mal sagen, dass ich extrem freundlich bin. Ja. Ne? Bis oder? Jetzt sehr freundlich, ja. Okay. Meine Lieblingsfarbe: Rot, Pink, Orange. Ja, das nehmen wir einfach. Ich mag rosa, aber ja, das ist ja nicht dabei. Das ist alles zusammen. Bisschen, ja.
Wenn du für einen Tag an einem beliebigen Ort dieser Welt sein könntest, wo wäre das? In einem kleinen Hotel, in einem Wald? Muss ich das alles vorlesen? Oder? Ja, ja, klar. Ja. Geh mal weiter vor. Du machst die Sendung. Absolut, du machst es top. Ja. Also, wir sind dann auch mal, ne? Viel Spaß noch. Ja, dann. Tschüss. Ja, also in einem Wald, damit ich rund um die Uhr in der Natur sein kann. Auf einer Insel, wo ich entspannen kann und schwimmen gehe. Oder in einem schicken Schloss, wo ich einen Tag alles tun kann, was ich will. Oh. Ich glaube, da ich nicht so gerne im Meer schwimmen gehe, wegen den Fischen, also nichts gegen dich. Oho. Jetzt kommt der ganze Prozess. Fischrassismus. Ich nehme das schicke Schloss, ja. Schicke Schloss, okay. Ich finde, das passt. Fände ich aber Tinkerbell. Auch geil. Ja, ne? So ein Schloss ist schon was. Wenn man alles machen kann, was man will. Echt? Ich wäre so ein Waldmensch. Aber ich sehe auch aus wie ein Waldmensch. Okay. Welche Haarfarbe hast du? Brünett, schwarz, blond, rot, gefärbt. Also ja, es ist gefärbt, aber nicht rot, also blond, weil schwarz ist auch nicht. Wo machst du am liebsten Urlaub? Die Karibik, schwimmen in türkisem Wasser, in den Bergen oder Paris? Nee, dann will ich. Also ich schwimme zwar nicht gerne, aber Karibik. Karibik, ja, einfach nur damit man. Ist halt Karibik, entspannt, ist halt, ne? Ja, ein bisschen braun werden. Wie die Geissens. Karibik. Was ist dein Traum, den du schon immer hattest? Viele neue Leute kennenlernen, Frieden auf der ganzen Welt, die wahre Liebe. Da lachst du schon ein bisschen drüber, ne? Das ist jetzt auch schon ein bisschen was älter, das haben sich schon viele gewünscht, klappt auch nicht so gut gerade. Nee, dann würde ich mir natürlich Frieden auf der ganzen Welt oh, wünschen. Oh ja, mal was ne? Neues, ne? Probieren was. Ja, ich meine. Den hatte ich schon immer, den Traum. Ja, also Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich da. Ja. Ja, nee. Welche Tiere haben es dir besonders angetan? Rehe, Mäuse, Fische. Ach, ja, so. Heiliger. Ich würde Fische sind gestorben. Nicht, dass ich die Gabel ins Auge kriege. Ja. Schon mal getestet, wie schaffen. Na, willst du auch mal eine Gabel ins Auge kriegen? Also ich nehme auf jeden Fall die Rehe. Rehe, okay. Ja, weil ich mag Rehe. Ich persönlich bin Rehe-Typ. Also, mit Ring kriegt man mich immer. Okay. Wie so ein Dating-Tape einfach. Jetzt so. Rehe, ich mag ich Rehe. Mag schenk mir ein Reh zum ersten Date und dann geht's uns gut. Oh Gott, Heiliger. Gut, okay, es driftet ein bisschen ab hier. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ist immer so. Und was schlemmst du so am liebsten? Sushi, Kürbissuppe, Apfelkuchen? Definitiv Kuchen. Yes. Sehr gut. So. Die letzte Frage, also, aber da steht dann so, ja, egal. Ja, nur die letzte Frage, dann ist eine Frage. Das Geilste ist immer bei diesen Fragedingern, wenn in der letzten Frage steht, wer würdest du gerne sein? Und dann klickst du es einfach an und dann wirst du es auch. Ja, okay. Ich hoffe, dir hat das Quiz gefallen. Bist du sehr ehrgeizig? Eigentlich schon, aber ich muss mich oft selbst motivieren, um meine Ziele zu erreichen. Auf jeden Fall, ich kämpfe so lange für etwas, bis ich es erreicht habe. Oder, naja, ich habe einen Traum, ob der wohl jemals wahr wird. Also, ich bin Steinbock, die sind bekanntlich sehr ehrgeizig. Oh, ich auch, ja. Ne? Also bin ich auf jeden Fall ehrgeizig. Sehr gut. Und auf Wiedersehen, meine Liebe. Mögen deine Träume wahr werden. Tschüss, auf Wiedersehen oder mach's gut. Oh, das ist eine schwierige. Das ist schwierig. Oh, da würde ich aber nochmal doppelt drüber nachdenken. Da kommt die Gabel nochmal raus. da sag ich jetzt, mach's gut. Ah, sehr schön. Zack, auf die Auswertung. Und? Du bist? Schneewittchen. Aber zu 50%. Und zu 51%? Ah, nee. Nee, das macht er gar nicht. Aber was sind denn die anderen 50%? Also, ja, also dann, hä, ich das bin ist ja total komisch. Na gut, du bist Schneewittchen, ist egal. Ja, also ein Teil von dir ist Schneewittchen und die anderen 50%. Keine Ahnung, gemischt. Ist, also, ja, ist einfach alles. Genau. Seid ihr denn dann eher so in den klassischen Zeichentrick-Filmen unterwegs oder ist das schon eher so die Neuverfassung, die jetzt rauskommen, reizt euch das eher so jetzt gerade, wie gesagt, heute, Remake, Schön und das Biest, Emma Watson, so also, das eher oder dann schon der Klassiker? Dschungelbuch kam ja auch letztens, ja. Ja, ich finde Zeichentrick am schönsten. Ich habe tatsächlich noch keinen Remake gesehen von Disney. Nee, also auch nicht das Dschungelbuch? Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber meinst du denn jetzt so richtig verfilmt mit so echten Menschen? Ja, oder genau. Ach so, genau. Also nicht so diese animierten. Gegen, genau. Ach so. Nee, ich finde trotzdem auch Zeichentrick ne? Ja, ich finde es aber interessant, weil man dann zurück in die Kindheit irgendwie ein bisschen eintauchen kann, das nochmal ein bisschen neuer sehen kann. Gleichzeitig wird es ja auch für die neue Generation irgendwie nochmal aufgespielt und interessanter gemacht. Deswegen finde ich es ganz cool eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, muss halt gut gemacht sein. Wissen wir ja jetzt noch nicht. Ja, ich finde das auch immer schwierig. Ich habe auch noch eine Sache, die frage ich euch jetzt einfach mal da draußen, nur noch euch beide. Ich habe einen Kinderfilm. Den weiß ich bis heute nicht, wie der heißt. Und den habe ich so oft geguckt, aber ich weiß nicht, wie der heißt oder sonst wie was. Das ist ein Junge,
der ist bei sich zu Hause und dann... Kevin allein zu Hause. Nein, und dann kommt irgendwie, wird er entführt von so Riesen Kevin in so eine Welt der Riesen. Und da müssen die immer durch so ein Riesenportal laufen und das sind ganz große Menschen. Und ich glaube, da gab es letztens irgendwie auch einen Kinofilm, der war so ähnlich. Mit diesem, sie kommen ja, um 3 Uhr und dann kam da so eine Hand und hat so ein Kind mitgenommen. Aber ich glaube nicht, dass der so hieß. Das war auch immer ein mega geiler Zeichentrickfilm. Habt ihr nie was von gehört, nee. Wahrscheinlich, ne? Das war so cool. Nee. Ich habe das geliebt. Ich habe das tausendmal gesehen. Ganz steil. Glücklich? Vielleicht kann ja jemand in die Kommentare schreiben, wie dein... Das weiß bestimmt ja, deswegen. Ja, ich wollte mal einfach die Frage stellen. Das war einer meiner Lieblingsfilme, aber ich weiß nicht, wie der heißt, weil ich zu jung war. Aber ich glaube, es immer noch so, ne? Fakt ist ja auch, dass so eigentlich diese ganzen Disney-Filme ja immer so ein bisschen ne, moralische Leitfäden oder so bilden sollten. Ja, habt aber ihr dann das auch immer gemerkt, ja dass ihr so ein bisschen alten, davon beeilt? Alten Märchen. Ja, die zinken ja so, ja, genau. Ja, genau. Habt ihr da auch immer so gemerkt, so, oh, die 7 Zwerge, zu denen ist Schneewittchen auch nett, jetzt bin ich zu kleinen Menschen Nein, netter? Ich habe das damals gar nicht gecheckt. Ich habe das alles erst gecheckt, als ich mir die jetzt so im erwachseneren Alter angeguckt habe. Dann dachte ich so, erstens, what the fuck, wie viele Sex-Jokes sind da drin? Zweitens, krasse Messages irgendwie. Ja. Aber ich finde generell, also das, was man früher auf jeden Fall schon gemerkt hat an Märchen, ist, dass so alles möglich ist, wenn man es will. Also das hat uns alle kaputt gemacht, Leute. Everything is possible. Was war für euch so der beste Sidekick so vielleicht mal in einem Trickfilm? Die hatten ja meistens dann immer so, Ariel hat ja hier den Fisch, Bastian war das, ne? Bastian ist die Krabbe. Bastian ist die Krabbe genau. Und der Fisch war Fabio. Ach, Fabius. Stimmt. Fabius. Was waren so eure Lieblings-Sidekicks? Habt ihr da noch welche, an die ihr so denkt? Bei Pocahontas weiß ich es tatsächlich überhaupt nicht. Bambi früher, Stampfer früher. Klopfer war super. If you can't say something nice, don't say nothing at all. Das wird den Kindern beigebracht. Ja. Haltet euch mal dran da draußen in den Kommentaren, okay? Dankeschön. Also? So ein Favorite, Tinkerbell? Tinkerbell. Zum Beispiel, ja. Tinkerbell ist auch immer sehr cool. Ich muss ja jetzt meiner Rolle treu bleiben. Ich war immer sehr eifersüchtig auf Wendy. Weil die hatten eine kleine Affäre am Laufen. Wir haben auch eine Affäre am Laufen, hoffentlich, denn dieses Video endet jetzt und wir wollen euch aber nicht das verlieren. Das war eine gute Überleitung. Sehen wir uns gleich in der Endcard wieder. Ciao! Danke, dass du da warst. Herzlich willkommen in der Endcard. Die liebe Jana ist natürlich auch überall verlinkt und das Funkvideo ist natürlich heute auch von ihr. Denn haben wir noch ein Video von uns verlinkt. Das war ein Video, wo wir über Filmwelten geredet haben. Und jetzt guckt ihr nochmal schnell bitte bei Kelly vorbei, denn die hat sich hier perfekt ausgebreitet, damit ihr nochmal das ganze Kostüm sehen könnt. Damit alle happy sind. Ich bin ein Fisch, ich kann nicht stehen. Du Heilige. Oi, oi, oi.